Moin, moin, ihr Lieben. Nach einer längeren Pause habe ich jetzt in diesem Video einiges vor. Und zwar möchte ich euch den Lesemonat Juni, Juli und August in diesem Video vorstellen. Da ich nicht ganz so viel gelesen habe, müsste das aber klappen. Dennoch wird es ein längeres Video werden, das weiß ich jetzt schon. Also nehmt euch irgendwas zu snacken, was zu knabbern, ein Tee oder auch einen Kakao. Es ist ja auch endlich ein bisschen kühler. Es wird kühler und Ramona blüht wieder auf. Für mich war die Hitze ein Graus. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Und da wir einiges vorhaben, möchte ich gleich beginnen. Und zwar mit dem Juni 2020. Im Juni habe ich ein ganzes Buch beendet, drei Bücher begonnen und mit in den nächsten Monat rübergenommen. Also Monat Juni und Juli wollte ich eigentlich eh zusammenlegen in einem Video. Und dann hat sich das so verzögert und ja, dann kam der August und der war auch nicht viel besser. Und deswegen dachte ich, komm, jetzt nimmst du alles in ein Video, weil ich jetzt auch schon wieder Ideen für neue Videos habe und endlich vorankommen möchte und gar nicht mehr so viel über alte Bücher nachdenken möchte, sondern über die nächsten. Ja, wollte ich das schneller abhaken. Dennoch möchte ich natürlich die Bücher trotzdem besprechen, die ich gelesen habe. Die sollen natürlich trotzdem ihren Platz haben im Video. Und deswegen habe ich mich nochmal mit diesen beschäftigt. Manchmal ist es natürlich jetzt so, dass die jetzt schon echt länger her sind, dass ich sie gelesen habe, über 2 Monate. Deswegen sind die nicht mehr ganz so frisch im Kopf. Aber es zeigt einem dann, was einem noch im Kopf geblieben ist und was dann vielleicht das Wesentliche ist. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich ein Buch gleich nach dem Lesen bespreche, dass ich mich gar nicht so sehr auf Wesentliche konzentrieren kann, weil ich am liebsten alles ansprechen möchte. Und wenn es schon ein bisschen her ist, dann bleibt vielleicht nur das Wichtigste im Kopf hängen. Ich hoffe, dass es für euch so in Ordnung ist. Also, ich habe ein Buch gelesen, drei begonnen. Ein Buch habe ich angefangen zu hören. Neuzugänge hatte ich im Juni 6 Stück. Und der Sub betrug am Ende des Monats Juni 43 Bücher, weil ich eben ordentlich zugelangt habe im Juni. Ja, und dann möchte ich euch auch gleich das Buch zeigen, was ich im Juni beendet habe. Und gleich, glaube ich, irgendwie am 2. oder 3. Tag, das habe ich in 2 Tagen durchgesuchtet und dann dachte ich schon, yeah, der Juni wird ein richtig guter Lesemonat und dann ging es irgendwie gar nicht mehr voran. Und zwar war das dieser Psychothriller hier, The Girl Before, Sie war wie du und jetzt ist sie tot, von J.P. Delaney. Das habe ich mal in einem Überraschungspaket von der lieben Sarah Sophie zugeschickt bekommen. Ich glaube, sie hat ihren Sub aussortiert gehabt und da war das hier drauf. Sie hatte nicht so in der Zeit nicht so Lust auf Psychothriller und ich bin ja ein großer Fan von Psychothrillern und das hat sich wirklich gut angehört. Auf dem Klappentext steht nicht ganz so viel drauf. Es geht um 2 Frauen und beide nehmen das Angebot an, in ein hochmodernes Haus zu ziehen. Also es ist ganz clean und total groß und weiß und hell, aber es hat auch seine Regeln. Man darf dort nichts liegen lassen und man darf nur zu bestimmten Zeiten das und jenes machen und man wird auch hin und wieder kontrolliert. Und auch das Haus selbst kontrolliert einen und das macht das Ganze natürlich ein bisschen unheimlich. Der Besitzer dieses Hauses ist sehr mysteriös und er lässt auch nicht alle Bewerber dort wohnen, sondern die müssen auch ein ganz bestimmtes Kriterium erfüllen. Diese Frauen, die wir nun kennenlernen, die leben aber natürlich nicht gleichzeitig in diesem Haus, sondern die eine war vorher und die andere kam danach. Und es heißt ja auch schon wie im Untertitel, sie war wie du und jetzt ist sie tot. Beide Frauen hatten einen Schicksalsschlag. Die eine hatte eine Fehlgeburt und die andere wurde überfallen und vergewaltigt. Und beide haben halt diesen seelischen Schmerz, den sie mit sich tragen und glauben halt mit diesem Neuanfang in dieses Haus zu ziehen, sich etwas Gutes zu tun. Und nach und nach lernen sie auch den Besitzer dieses Hauses kennen und verfallen diesen so ein bisschen, weil der sehr charismatisch ist, aber hat irgendwie auch seine Ticks und ist auch, man verdächtigt ihn natürlich sofort, irgendwas mit diesem Haus, irgendein Ziel zu verfolgen mit diesem Haus. Und was mit der vorangegangenen Frau passiert ist, das erfährt man dann auch, dass da ein Unglück passiert ist. Und nun denkt man natürlich, dass die 2. Frau genau auf das gleiche Ergebnis hinzusteuert. Und sie fängt auch irgendwann an, über diese 2. Frau zu recherchieren und was da passiert ist und wird natürlich auch irgendwann misstrauisch.
Ja, das mehr möchte ich nicht sagen, weil es eben so Psycho-Thriller-mäßig ist, sind da natürlich sehr viele Geheimnisse und man weiß nicht genau, wem man trauen kann. Insbesondere fand ich das irgendwie cool, dass jeder, auch die Protagonisten, die wir hier kennenlernen, die beiden Frauen, wo man erst denkt, dass sich das dabei einfach nur um Opferrollen handelt, aber die beiden hatten genauso viel Geheimnisse. Und auch hatten das Faustdick hinter den Ohren und sie waren auch irgendwie alle bekloppt. Also die hatten irgendwie alle einander Marmel, aber genau das fand ich irgendwie total faszinierend und hat mich total gut unterhalten. Es waren sehr, sehr kurze Kapitel, manchmal so zwei, manchmal fünf, sechs Seiten und das und dann hat wurde halt immer wieder die Perspektive gewechselt. Man hat viele verdächtigt, die dann nachher doch nicht, ja, der Täter oder die Täterin waren. Und ganz zum Schluss gab es auch noch mal so eine kleine Wendung, die ich ziemlich cool fand. Also das hatte auf jeden Fall was. Ich kann natürlich alles jetzt nicht verraten, was ich genau daran so cool fand, aber gerade weil man selbst den Protagonisten nicht so richtig trauen konnte und weil was da alles so ans Tageslicht gekommen ist, wo man denkt, doch, das sind ja einfach nur die Opferhäschen und Gott, die Armen, da fiebert man mit, man fiebert auch mit, aber dann denkt man so, huch, nanu, warum benimmt die sich denn so komisch? Also es war schon sehr konstruiert. Das muss man dazu auch noch sagen. Also es ist schon manchmal ein bisschen drüber, auch wie die Figuren sich benehmen, ist manchmal schon ein bisschen drüber. Und auch das Ende, das habe ich nachher so ein bisschen auch vorausgeahnt. Aber es war auf jeden Fall ein Page-Turner, sonst hätte ich das nicht innerhalb von 2 Tagen durchgesuchtet. Und ich kann das auf jeden Fall allen empfehlen, die Psychothriller sehr, sehr gerne lesen. Ja, dann haben wir das eine Buch abgefrühstückt, was ich im Juni beendet habe. Und jetzt die Bücher, die jetzt kommen, die habe ich im Grunde auch alle im Juli weitergelesen, beziehungsweise dann im Juli gelesen. Das heißt, wir gehen im Grunde jetzt schon in den Lesemonat Juli über. Da kann ich euch ja auch nochmal die Statistik nennen. Da habe ich nämlich 4 Bücher beendet. Das klingt jetzt relativ viel, aber dadurch, dass ich halt im Grunde alle Bücher bis auf eines mit aus dem Juni genommen habe, ist das jetzt auch nicht viel mehr. 2 Bücher habe ich gehört, Neuzugänge hatte ich wieder 6 und somit ist der Sub auch auf 45 Büchern angewachsen. Ja, das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, habe ich in einer Leserunde gelesen und sind auch jetzt einige Leserunden, die jetzt kommen. Und bei dem Buch brauche ich jetzt nicht ganz so viel zu erzählen. Da bin ich jetzt ganz froh drum, denn das Buch beinhaltet so viele Thematiken und so viele tolle Details, die man eigentlich ansprechen muss. Aber ich habe darüber schon eine Rezension gedreht. Deswegen kann ich euch diese Rezension in der Infobox verlinken. Und wenn euch das Buch noch mehr interessiert, dann schaut da gerne mal vorbei. Ich spreche von Die 7 Tode der Evelyn Hardcastle von Stuart Turton. Das ist ein Kriminalroman, allerdings ein Kriminalroman mit einem besonderen Twist. Wir treffen hier nämlich auf unseren Protagonisten, der in einem Körper aufwacht, der ihm nicht gehört. Er kann sich an nichts erinnern, warum er dort im Wald aufwacht. Und in der Nähe gibt es ein altes Herrenhaus und in diesem Herrenhaus soll am Abend ein Maskenball stattfinden und am Abend soll auch ein Mord passieren. Und ihm wird diese Aufgabe zugetragen, dass er aufklären soll, wer der Mörder ist. Allerdings, er weiß er nicht wieso und er ist halt in so einen Teufelskreis gefangen, denn er wacht jedes Mal, wenn er in einem Körper einschläft, in einem anderen Körper wieder auf, dem auch ihm nicht gehört. Also er wacht immer in fremden Körpern auf und diese fremden Körper haben auch verschiedene Eigenschaften, die ihn beeinflussen und das Ganze ja zu einem Handicap machen. Was genau dahinter steckt, warum er in dieser Zeitschleife steckt und was das alles mit ihm zu tun hat und wer dieser mysteriöse Pestdoktor ist, der ihm immer wieder begegnet. Ja, das müsst ihr alles hier erfahren. Hier steht halt auch so schön drauf: Agatha Christie meets und täglich grüßt das Murmeltier. Ich finde, das ist ein Geniestreich. Es ist ein Debütroman von dem Autor und das ist so unglaublich komplex und gut konstruiert. Es ist spannend, es ist verwirrend, hat Atmosphäre, aber wie nachher
alle Fäden ineinander greifen und alles schlüssig wird, finde ich einfach verdammt gut. Natürlich gibt es auch hier dieses ja, Zeitparadoxon, wenn sich ein Tag wiederholt, wo man denkt, hä, das war jetzt schon und wenn das jetzt schon passiert ist, kann es sich jetzt noch ändern. Und also da hatte ich so einige Male einen Knoten im Kopf, aber ich finde, man hatte immer das Gefühl, dass der Autor wirklich die Fäden in der Hand hat und weiß, was er tut. Deswegen habe ich ihm da auf jeden Fall vertraut und das Ende fand ich wirklich gut. Da sind noch mal einige Twists aufgekommen und diese verschiedenen Ebenen. Man wollte natürlich wissen, wer ist nun der Mörder? Warum ist dieser Fall passiert? Und warum gibt es diese Zeitschleife? Und warum muss gerade unser Protagonist ja, diesen Mord aufklären? Wenn ihr da jetzt noch mehr drüber wissen möchtet, dann schaut auf jeden Fall in die Rezension rein. Auch das nächste Buch habe ich in einer Leserunde gelesen, und zwar in unserer All-You-Can-Read-Leserunde. Wir Mädels lesen ja jeden Monat ein Buch zusammen. Ich setze hin und wieder gerne mal aus, weil mir das sonst alles ein bisschen zu viel wird mit den ganzen Leserunden und ich gerne dann auch ein bisschen wieder für mich lese. Aber das Gegenteil von Hasen war so ein Buch, was ich auf jeden Fall gerne mitlesen wollte. Es ist eigentlich gar nicht so mein Genre. Es ist kein Fantasy, es ist kein Horror, kein Psychothriller und auch kein Kinderbuch. Es handelt sich hierbei um ein Jugendbuch, was in unserer heutigen Zeit spielt und das Oberthema Mobbing hat. Wir treffen hier auf mehrere Jugendliche, die auf ein und dieselbe Schule gehen. Und insbesondere begleiten wir Julia. Julia gehört eigentlich eher zu den Beliebten und ist auch wunderschön und wird aber auch so ein bisschen auf ihre Äußerlichkeiten reduziert. Wir begleiten sie und erfahren, dass sie ja immer wieder im Moment mit Edgar zur Schule fährt. Edgar gehört eigentlich eher so zu den Nerds und die beiden freunden sich aber auch so ein bisschen an. Sie möchte das aber nicht zugeben. Und eines Tages lässt sie ihren Laptop im Bus liegen, vergisst ihn dort. Und das ist alleine ja schon echt schrecklich, wenn man dort so ein ja, wichtigen Gegenstand liegen lässt und ihn auch nicht wiederfindet. Aber zusätzlich kommt noch hinzu, dass sie auf diesem Laptop einen Blog oder eine Art Tagebuch verfasst. Und dort sind auch wirklich pikante Informationen zu lesen, denn sie schreibt ihre ehrlichen und ungeschönten und unzensierten Gedanken dort auf, auch zu anderen Mitschülern. Und die sind wirklich nicht ohne. Und genau, dieser Laptop gerät in fremde Hände und jemand treibt dort sein Spielchen mit ihr, denn diese Beiträge werden nun in der Schule veröffentlicht, nach und nach. Man weiß nicht, wer das alles macht, aber Julia gerät jetzt natürlich total in die Schusslinie, denn sie, das sind wirklich Texte, die unter die Gürtellinie gehen, aber es sind natürlich auch private Gedanken eigentlich gewesen und die sollten gar nicht irgendwie an die Öffentlichkeit geraten. Die sind einfach pur und ehrlich, aber sie gilt jetzt natürlich als Außenseiterin und irgendwie auch so ein bisschen als böse, weil sie eben diese bösen Gedanken ausgesprochen hat und sie gerät mit vielen in Konflikt, mit denen sie sich eigentlich gut verstanden hat. Wir treffen hier auch auf Edgar, der mit ihr ja immer in letzter Zeit zur Schule gefahren ist und sich so ein bisschen in sie verliebt hat und gar nicht so gedacht hat, dass hinter ihrer hübschen, beliebten Fassade auch so ein kluges, witziges Mädchen steckt. Er ist aber von ihren Einträgen auch sehr betroffen, denn auch über ihn hat sie etwas verfasst und deswegen ist er natürlich erstmal sehr getroffen. Und dann gibt es hier noch Linda. Linda ist ebenfalls eine Mitschülerin. Sie ist die beste Freundin von Edgar und wurde damals tatsächlich von der Julia, unter anderem von ihrer Clique, gemobbt. Mittlerweile hat sie sich emporgehoben und hat das Ganze so ein bisschen verarbeitet. Natürlich gerät sie sofort in Verdacht, Julias Laptop geklaut zu haben und diese ganzen ja, diese ganzen Beiträge zu veröffentlichen. Ihr seht schon, es ist alles sehr, sehr verstrickt, wie die ganzen miteinander zueinander stehen. Es gibt auch noch den Freund von Julia, über den sie etwas geschrieben hat und ja, wo die beiden so ganz anders über ihre Beziehung denken. Die beste Freundin von Julia, die halt gerne mal ein bisschen austeilt.
Dann gibt es noch Lehrer und Eltern, die auch in das Ganze jetzt mit involviert werden und die das Ganze jetzt lösen müssen. Und das ja, ist schon sehr, sehr verstrickt und vertrackt. Wir befinden uns immer im Wechsel in anderen Köpfen. Und ich finde, da wurde sehr schnell klar, was die Stärke von Anne Freitag ist. Ich kann natürlich noch nichts vergleichen, aber jedenfalls in diesem Buch kann ich sagen, dass hier die Stärke daran besteht, in die Köpfe der Jugendlichen hineinzugehen und das Innere, das Gefühlsleben, die Emotionen von den Jugendlichen zu beschreiben. Man konnte sich immer sehr gut hineinfühlen und sich gut mit den Jugendlichen identifizieren. Es war sehr monologlastig, also man steckte wirklich in den Köpfen und hat mitgekriegt, wie diese Jugendliche über sich und über Leben, ihr Leben nachdenken. Ich fand, es war eher selten handlungsgetrieben. Ab und zu gab es mal eine Szene, wo es wieder voranging. Meines Erachtens hätte es manchmal ein bisschen mehr sein können. Auch so zum Ende hin hätte es noch mal ein bisschen dramatischer sein können. Ich finde, es fehlte so ein bisschen der Höhepunkt. Zwischendurch war es mal dramatisch, aber es war zu schnell verflogen irgendwie. Das Ganze hätte sich meines Erachtens noch ein bisschen mehr aufschaukeln müssen und noch mal ein bisschen ja, zum dramatischen Höhepunkt hochschaukeln können. Aus unserer Leserunde haben manche gesagt, die Jugendlichen waren zu reflektiert, also das Ganze war ein bisschen zu konstruiert, dass die zu erwachsen über sich und ihre Gedanken sprechen, besonders weil wirklich alle so reflektiert waren und auch über ihre Schwächen nachgedacht haben. Kann schon sein, aber ich fand das irgendwie mal erfrischend, dass die so reflektiert an ihre ja, an ihr Leben rangegangen sind. Und ich traue es den Jugendlichen schon auch zu, dass sie so denken und sich so verhalten. Und ich fand es auch sehr interessant, weil hier wirklich Selbstbild versus ja, die Sicht der anderen auf einen hier gegenübergestellt worden sind. Wenn wir in den Kopf von Julia waren und über ihren Freund Leon etwas erfahren haben, dann hatte man schon das Gefühl, man kennt ihn und hat sich ein Bild darüber gemacht. Und als man dann die Sicht von ihm gehört hat, dachte ich, Moment, es gibt ja immer zwei Seiten, ne? So habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Das fand ich echt gut gemacht, wie die Autorin hier damit spielt, wenn man denjenigen gar nicht kennt, wie schnell man sich Vorurteile bildet, wie schnell man eher sein Urteil über jemanden bildet, den man eigentlich gar nicht kennt. Das hat sie sehr gut gemacht mit den Lesern hier gespielt und die verschiedenen Sichtweisen und wo man dann nachher viel mehr Infos zu dieser einen Figur bekommen hat und dann dachte, ach so, okay, wenn man es von dieser Seite betrachtet, stimmt natürlich. Das Ende hat es leider für mich ein bisschen zunichte gemacht. Ich fand, es war so ein bisschen weichgespült. Wie gesagt, fehlte für mich so ein bisschen der dramatische Höhepunkt, der Täter, der dahinter stand. Auf den hätte man nicht kommen können. Das kam einfach aus heiterem Himmel. Also man konnte da nicht miträtseln, weil derjenige gar nicht so oder diejenige gar nicht richtig vorgekommen ist und dann einfach aufgetaucht ist. Und das Ganze blieb total konsequenzlos. Also was ist daraus? Was entsteht daraus? Was passiert jetzt? Ist einfach sang- und klanglos irgendwie verpufft. Ich fand es gut, dass hier auch Erwachsene eine Rolle spielten. Also wir befinden uns nicht nur in den Köpfen von Jugendlichen, sondern eben auch in den Köpfen von Lehrern und Eltern. Das hat das Ganze für mich auch ein bisschen erwachsener gemacht. Also nicht so das typische Jugendbuch. Ich fand es auch schön, wie die Autorin so rührende Momente eingebaut hat. Familie, Geschwister, Freundschaften. Natürlich war das auch sehr, sehr zerstörerisch, weil wir eben auch diese Beiträge von Julia zwischendurch mitlesen konnten. Und darüber konnte man sehr gut diskutieren. Sollte man diese Ehrlichkeiten aussprechen? Sollte man manchmal den Mund halten? Ist Julia selbst schuld, weil sie das aufgeschrieben hat? Oder sind es einfach ihre privaten Gedanken? Und ja, privat bleibt privat. Und eigentlich hätte das alles gar nicht veröffentlicht werden sollen. Aber es ist halt auch, man hat gemerkt, dass wenn man etwas anspricht, sie hat halt sehr, sehr oberflächlich gelebt und dadurch, dass das so rausgekommen ist, hat sich für sie auch wirklich auch wenn es hart war, für sie auch wirklich vieles ins Positive gewendet, dadurch, dass endlich mal diese ehrlichen Gedanken ans Licht gekommen sind. Also da konnte man sehr viel drüber diskutieren. Was wir auch getan haben, wir hatten sehr viele verschiedene Meinungen zu diesem Buch. Und ja, ich würde jetzt aufgrund des Endes, weil mir das Ende nicht so gefallen hat, weil das eben zu weich gespült war, den Täter man nicht so richtig erraten konnte
und für mich es alles auch so ein bisschen konsequenzlos geblieben ist und nicht dramatisch genug war, würde ich dem Ganzen so 3,5, 3 Sterne geben. Aber an sich fand ich den Schreibstil sehr, sehr schön, dieses monologlastige, emotionale, manchmal sogar ein bisschen poetische, fand ich wirklich sehr, sehr schön. Kann ich mir durchaus mal vorstellen, mal wieder was anderes von ihr zu lesen. Aber für mich war es halt auch nur so ein kleiner Ausflug in dieses Genre. Ein Buch, was ich immer nebenher zwischen den ganzen Leserunden immer wieder gelesen habe und mich im Grunde mehrere Wochen wirklich begleitet hat, ist Schattengeister von Frances Hardinge. So ein bisschen schade, dass man dem Buch vielleicht nicht ganz so gerecht wurde, weil man das so sehr verzerrt gelesen hat. Hierzu habe ich auch eine Rezension abgedreht. Ich weiß nicht, ob ich sie vorher oder danach hochladen werde, aber ich finde es ganz gut, dass ich in diesem Video ein paar Mal an, ich glaube, na, zweimal an Rezensionen verweisen kann, damit das Video nicht ganz so ausufert. Hierbei handelt es sich um ein Rezensionsexemplar vom Kanal, wollte ich schon sagen, vom Verlag Freies Geistesleben. Und es ist ein historischer Fantasy-Roman. Ich finde, es ist einer der hübschesten Bücher. Das habe ich auch in der Rezension gesagt. Also es ist wirklich ein unglaublich schön gestaltetes Buch. Sowohl von den Materialien her als auch ja, von den Motiven. Hier geht es um ein Mädchen namens Makepeace, die eine besondere Gabe hat. Und zwar kann sie Geister von Verstorbenen wahrnehmen, mit ihnen kommunizieren und sie auch in ihren Geist hineinlassen. Und die Geister merken das und bedrängen sie deswegen auch sehr, aber sie hat von klein an gelernt, sich so ein bisschen dagegen zu wehren, außer wenn sie in sehr emotionalen Momenten ist, wo sie halt nicht so sehr sich konzentrieren kann. Sie nimmt nämlich dann einen Geist von einem verstorbenen Tanzbären auf sich und muss nun mit diesem animalischen, wilden Geist klarkommen. Aber die beiden freunden sich richtig an und er ist im Grunde ihr Begleiter in einer gefährlichen Zeit und später auch einer der einzigen Freunde, den sie hat. Denn als ihre Mutter stirbt, muss sie zur Verwandtschaft ihres verstorbenen Vaters geschickt werden und diese Familie ist sehr mächtig und hat ebenfalls diese Gabe, Geister wahrzunehmen und in sich aufzunehmen. Sie verfolgen aber ein sehr, ja, machthungriges Ziel und wollen Makepeace dafür auch einsetzen. Und sie geraten halt auch ja, in den Bürgerkrieg zu Zeiten des, ja, zu Zeiten des Bürgerkriegs in England, 17. Jahrhundert. Also es ist auf jeden Fall historisch angehaucht. Mir hat es sehr gut gefallen, besonders eben diese Interaktion im Kopf von Makepeace mit den verschiedenen Geistern. Also der Bär wird nicht der einzige bleiben. Es ist manchmal ein bisschen unheimlich. So dieses Politische hat mir einfach nicht so gut gefallen. Das ist einfach nicht so mein Ding, diese politischen Intrigen. Das langweilt mich schnell. Es kann aber, wie gesagt, auch sein, dass es manchmal sich so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, dass es sich so ein bisschen zog, weil ich auch das Buch auch nicht schnell weglesen konnte, sondern immer wieder zur Hand genommen habe und es dann auch lange Zeit mal lag und dann wieder zur Hand genommen habe. Insgesamt war es aber eine schöne Mischung aus Fantasy und historischem. Es ist tatsächlich auch mal ein Einzelband. Die Idee mit den Geistern im Kopf fand ich halt auch echt gut. Es war zwischendrin auch mal ein bisschen abenteuerlich. Also es hatte schon viel und ich glaube, dass ich von der Autorin nicht das letzte Mal etwas gelesen habe. Ich habe nämlich schon ein anderes Buch im Visier gehabt, was auch auf meine Wunschliste gewandert ist. Und sie hat, glaube ich, schon so ein Faible für Historisches und für auch so ein bisschen Schauriges. Da werde ich auf jeden Fall nochmal nachschauen, was sie noch so geschrieben hat und was sie noch so schreiben wird. Wenn euch da ein bisschen mehr interessiert, wie die Story vorangeht zum Inhalt und was mir so gut gefallen hat, schaut nochmal in die Rezensionen rein. Es ist aber, wie gesagt, auch schon ein bisschen her, dass ich das beendet habe. Also habe ich die großen Details auch nicht mehr da. Aber ich glaube, wie gesagt, das habe ich ja schon erwähnt, dass es gar nicht schlecht ist, wenn man nicht mehr ganz genau weiß, was im Detail passiert ist, damit man sich in der Rezension nicht zu sehr verliert. Das letzte Buch, was ich im Juni und Juli erlebt habe, ist ein Hörbuch, was ich aber auch als Buch hier vorliegen habe. Es ist ein Reread bzw. ein Relistening, also ein Buch, was ich schon mal gelesen habe, habe ich jetzt als Hörbuch gehört. Und zwar ist das Der Schrecksenmeister von Walter Mörs. Gelesen wurde das Ganze von Andreas Fröhlich, leider nicht mehr von Dirk Bach. Aber Andreas Fröhlich hat das wirklich grandios gemacht.
und ist eine wirklich gute Ergänzung zu diesem Zamonien-Universum. Und ich finde einfach, dass man die Bücher von Walter Mörs sowohl als Hörbuch als auch Buch genießen kann. Ich finde die Kombination, glaube ich, am besten, weil die Illustrationen in dem Buch gehören halt einfach auch zur Geschichte dazu. Und deswegen habe ich auch immer, währenddessen ich gehört habe oder danach, mir nochmal die Illustrationen zu dem gehörten Abschnitt angeschaut. In diesem Buch geht es um das kleine Krätzchen namens Echo. Echo ist obdachlos, seitdem seine Besitzerin verstorben ist und er durch die Stadt wandert und versucht, sich irgendwo Essen zusammenzuklauben. Er wird immer dünner und immer schwächer, bis ihn irgendwann der Schrecksenmeister namens Eispin aufsucht, anspricht und ihn einen Deal anbietet, einen teuflischen Deal. Er möchte ihn so lange verköstigen, bis er, ich glaube, nach einem Monat ihm das Fell abzieht und an sein Fett möchte, um ein ganz bestimmtes alchemistisches Projekt anzugehen. Ihm fehlt nämlich noch Kratzenfett. Und ja, bis dahin würde ihn er halt durchfuttern. Und Echo ist so geschwächt und hat so einen Hunger, dass er erstmal auf diesen Plan eingeht, also auf diesen Deal, und versucht dann später oder hofft dann später, da irgendwie noch, sich da noch rauszuwinden. Ja, der Schrecksenmeister herrscht im Grunde über diese Stadt namens Letvaya, in der Krankheit im Grunde das große Thema ist. Es gibt ganz viele Apotheken und ganz viele Ärzte und Quacksalber, aber halt auch ganz viele Krankheiten. Und der Schrecksenmeister wohnt in einem großen Schloss über dieser Stadt und regiert dort mit Schrecken sozusagen. Angst und Schrecken. Ja, und er lernt Eispin nun kennen. Er wird halt auf dieses Schloss gebracht und wird halt dort wirklich verköstigt und wirklich großen Luxus bekommt er und er weiß gar nicht, was er zuerst essen soll. Also dieses Buch ist auch zwar auch eine Liebeserklärung an das Gruselige und es geht natürlich viel um Krankheit, aber es geht auch viel ums Kochen und ums Essen und das hat richtig Spaß gemacht, ob er nun ja, besonderen Wein verköstigt, aber auch besondere Gerichte, die wirklich abgefahren klingen und die besondere ja, Halluzinationen manchmal auch hervorbringen und besondere Wirkungen haben oder Geschmacksexplosionen auf der Zunge geben. Auf dem Dach hat er einen ganzen See aus, ich weiß gar nicht, ob das Milch war. Jedenfalls konnte er da immer hinangehen, genauso wie Katzenminze. Und er findet überall im Grunde Essen in diesem Schloss für ihn hinterlegt. Aber das Ganze verfolgt natürlich einen ganz bestimmten Plan. Er findet in diesem Schloss nicht nur was zu essen, sondern auch andere mystische, unheimliche Orte, denn Eispin, ja, ist nun mal ein sehr unheimlicher Geselle und auch sein Schloss spiegelt das wider. Er trifft auf Ledermäuse, die im Gebälk hocken oder auch auf einen einäugigen Uhu, Schuhu, Fjodor, Fjodor, der einen besonderen Sprachfehler hat. Also es ist wieder wirklich ein Feuerwerk an Ideen und von Walter Mörs und das macht einfach Spaß. Es ist diesmal kein Reiseroman, wie das bei dem Blaubeer und bei Rumo ist, dass man durch Zamonien reist, sondern wir sind wirklich im Schloss. Da gibt es genug zu entdecken. Mir hat das wirklich wieder ganz viel Spaß gemacht. Ich habe wieder echt extrem viel vergessen gehabt. Deswegen war es mal wieder an der Zeit, eines meiner liebsten Bücher aufzufrischen. Das ist von den Zamonien-Romanen tatsächlich eines meiner liebsten. Also mit Die Stadt der träumenden Bücher ist das schon sehr weit oben, obwohl ich eigentlich alle toll finde. Aber der Schrecksenmeister ist schon dadurch, dass es so sehr angelehnt ist an so schauerlicher Lektüre, macht es schon einfach ganz viel Spaß. Und ich habe auch Eispin sehr lieb gewonnen, weil der ist halt einfach ein cooler Bösewicht irgendwie und hat so auch seine Geschichte. Hier sieht man ihn mal. Der ist schon unheimlich, hat aber auch irgendwie Humor und ja, ist einfach auch sehr gerissen und schlau, hat aber auch so seine ja, Vorgeschichte, die man auch irgendwann erfährt. Und ja, die, was soll ich sagen, die Aufmachung des Buches und auch diese ganzen Illustrationen, die sind einfach auch extrem cool.
Ja, kann ich nur empfehlen als Buch und auch als Hörbuch. So, dann habe ich im Juli, muss aufpassen, dass ich jetzt nicht zu sehr durcheinander komme, ein weiteres Buch begonnen, auch in einer Leserunde mit zwei lieben Menschen, mit zwei Sarahs mal wieder. Und zwar war das die Sarah von dem Kanal Alice im Bücherland und eine liebe Zuschauerin, Sarah vom Buchzauber, die auch immer wieder liebe Kommentare da lässt. Und ja, wir haben zusammen, ich muss mal eben schauen, ob das auch stimmt. Ja, genau, im Juli haben wir zusammen das Lavendelzimmer gelesen. Und das haben wir schon längere Zeit vorgehabt. Also wir mussten das immer wieder verschieben, weil andere Leserunden dazwischen kamen, weil man irgendwie immer wieder ja, was vorhatte. Und deswegen ja, hat sich es leider verschoben. Und im Juli konnten wir endlich loslegen. Nur leider war es von. Ja, zwei von dreien, für zwei von dreien von uns ein kleiner Flop, den ich dann auch nach der Hälfte abgebrochen habe. Aber kommen wir erstmal zum Inhalt. Wir begegnen Jean Perdu, der Buchhändler ist, und zwar ein ganz besonderer. Er hat nämlich so eine Buchapotheke auf einem Schiff und er hat die Gabe, für jeden Kunden das richtige Buch für seine Gefühlslage zu finden und ihm zu empfehlen. Nicht nur in seinem Job, sondern er macht das auch in seiner Freizeit, bei seinen Nachbarn, bei seiner Familie. Immer wieder empfiehlt er Bücher, die einen wirklich gut tun. Aber er selbst findet nicht so richtig seinen Frieden. Er hat eine Liebe verloren vor langer Zeit und versteckt sich immer mehr dahinter, hinter dieser Mauer, die er um sich herum gebaut hat. Und seitdem er jetzt für eine Nachbarin Möbel geliehen hat, die ja wirklich ja, von einem Tag auf den anderen umziehen musste und deswegen nichts hat, hat er in einen Raum, den er schon lange nicht mehr betreten hat, nämlich das Lavendelzimmer, Tische und Stühle herausgeholt und seitdem ist auch wieder die Erinnerung gekommen und ist alles wieder so ein bisschen die Wunde aufgegangen und er überlegt wieder, was er mit seinem Leben machen soll und entdeckt dabei auch einen Brief von seiner damaligen Flamme. Und erfährt dort ein Geheimnis, was ihn noch mehr aufwühlt. Und er dadurch jetzt sagt, er muss irgendwie aufbrechen und muss das Ganze, muss dem Ganzen nachgehen und irgendwie aus seinem Alltag ausbrechen. Das Ganze klingt wirklich toll und mir hat besonders eben dieses Buchbezogene sehr gefallen. Und natürlich haben auch viele schon davon geschwärmt und als ihr Lieblingsbuch betitelt. Deswegen war ich wirklich sehr freudig darauf, das Ganze zu erfahren. Umso trauriger bin ich natürlich, dass es für mich ja leider ein Abbruchbuch geworden ist und ich breche wirklich sehr, sehr selten Bücher ab. Eigentlich finde ich es schöner, wenn man Bücher wirklich zu Ende gelesen hat und dann kann man, besonders wenn man sie rezensieren möchte und über sie sprechen möchte, finde ich es einfach gerechtfertigter, wenn man das ganze Buch gelesen hat und wirklich dann auch alles ja, weiß, damit man auch besser darüber urteilen kann. Hier war ich aber leider so genervt letztendlich, dass ich das Buch leider abgebrochen habe. Ich möchte aber erstmal zu den positiven Dingen kommen, denn davon gab es auf jeden Fall auch welche. Zunächst einmal zu diesen Buchanspielungen. Es gab immer wieder bestimmte Klassiker oder auch zeitgenössische Romane, die angesprochen worden sind und in dem Alltag von unseren Protagonisten ja aufgekommen sind. Und das fand ich richtig toll, vor allem weil es auch sehr vielfältige Bücher waren. Es waren Klassiker dabei, es war aber auch Fantasy zum Beispiel dabei und auch Kinderbücher wie Astrid Lindgren oder ich glaube Game of Thrones kam tatsächlich auch drin vor. Kafka wurde erwähnt. Er hat auch zwei Katzen, die glaube ich tatsächlich Kafka und Lindgren heißen. War das irgendwie so? Das hat mir wirklich sehr gut gefallen und eben auch dieses Vielfältige, dass hier nicht nur die hochgestochene Literatur vorkam, sondern wirklich alles Mögliche. Aber diese Bücheranspielungen wurden für mich mit der Zeit leider immer weniger. Das war nur am Anfang der Fall. Dann fand ich den feinen Humor hier sehr schön. Also immer, wenn das Buch handlungsgetrieben war, also etwas passiert ist, dann hatte es so einen ganz besonderen, leichten Humor, der mir durchaus gefallen hat, der das Ganze so ein bisschen manchmal sogar skurril gemacht hat. Und manche Figuren, die beschrieben wurden, sehr liebenswürdig und skurril dargestellt wurden, also unter anderem eben seine Nachbarn,
darunter ein Autor, der ein Buch als Bestseller gelandet hat und jetzt nicht mehr so richtig weiß, wie er schreiben soll und sich versteckt vor den ganzen Massen an Fans und nur noch mit Kopfhörern rumläuft, also schon so ein bisschen eine Macke hat oder halt ganz die ganzen neugierigen Nachbarn, die ja immer mehr versuchen zu spionieren. Also es gibt da schon sehr, sehr viele liebevolle gezeichnete Figuren, die mir gefallen haben. Und immer, wenn es handlungsgetrieben war, dann hat mir die Geschichte auch gut gefallen. Leider war die Geschichte hauptsächlich nicht handlungsgetrieben, sondern es wurde sehr viel, es gab sehr viel, wie soll ich das sagen, Lebensweisheiten in diesem Buch, was ja nichts Schlechtes ist. Und es waren auch sehr, sehr viele schöne Zitate und sehr viele schöne und richtige und wahre Lebensweisheiten, die man hier entdecken konnte. Ich hatte aber das Gefühl, dass diese Lebensweisheiten aneinandergereiht worden sind und gar nicht mehr aufgehört haben. Also zwischendurch mal ein Zitat, wenn man das sieht und denkt, ach ja, das kann man sich mal markieren, dann finde ich das schön. Aber hier hatte ich das Gefühl, das ist echt, wenn man sich jetzt irgendwie ein Zitat von Konfuzius durchliest, ist es ja schön und gut, aber wenn das wirklich ein ganzer Roman voll ist, ja, für mich war das leider sehr inhaltsschwanger, sehr geschwollen, manchmal sogar sülzig. Ich kann es nicht anders sagen. Als es so auszudrücken, weil ich so empfunden habe. Ich fand es kitschig, übertrieben, über den Punkt und manchmal einfach zu anstrengend. Genauso wie mir der Protagonist nicht ans Herz gewachsen ist. Ich fand ihn eher nervig, wie er über sein Leben gejammert hat. Und obwohl ich verstehen kann, dass er eine Trauer und ein Trauma mit sich trägt, war es für mich irgendwie nur Jammern. Und wie er anderen die Bücher empfohlen hat, hat mir irgendwie auch nicht gefallen. Weiß ich nicht. Das war für mich irgendwie, wenn jemand sich ein Buch ausgesucht hat, oder, nee, 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 das ist nichts für dich, hat er ihm das Buch außer Hand genommen und ihn anderes hin, das ist das. Also das fand ich irgendwie so überheblich und von oben herab, sollte vielleicht gar nicht so wirken, aber vielleicht kommt da so ein bisschen die Berufskrankheit raus als Buchhändler, als kundenorientiert. Ja, so sollte das wahrscheinlich gar nicht wirken. Ein weiterer Kritikpunkt von mir ist, dass hier besonders Frauen- und Männerrollen sehr pauschalisiert worden sind und das nicht auf humorvolle Art und Weise. Also ich finde, wenn es in humorvollen Büchern vorkommt und das Ganze so ein bisschen parodiert wird, finde ich das okay. Mir ist schon bewusst, dass Männer und Frauen durchaus Unterschiede haben und sicherlich da auch irgendwo ein Muster drin ist, aber immer solche Sätze wie, ja, Frauen brauchen nun mal und Männer sind nun mal und so welche Sätze kann ich nicht leiden. Und das kam nicht nur einmal drin vor, wenn das jetzt zum Beispiel ein Charakterzug einer Person ist, dann finde ich das durchaus in Ordnung. Aber hier wurde das dauernd irgendwie so pauschalisiert und als ich das dann bemerkt habe, habe ich das natürlich besonders auf die Goldwaage gelegt, glaube ich. Das hat mich zusätzlich noch irgendwie frustriert. Und dann dieses besonders gefühlvolle Kitsch. Also für mich kam es leider kitschig rüber. Für mich hat es nicht meine Emotionen getroffen. Ich konnte da nicht mitfühlen. Ich fand es sehr, wie gesagt, die Sprache sehr geschwollen. Das hat mir inhaltsschwanger, nicht authentisch. Ich fand den Schreibstil auch sehr sprunghaft. Manchmal wusste ich gar nicht, ob ich vielleicht irgendwie eine Seite überlesen habe, weil er auf einmal ganz woanders war. Sehr umständlich. Ja, und das alles hat dann doch dazu geführt, dass ich das Buch abgebrochen habe, weil ich konnte das nicht so flüssig weglesen, weil ich ganz oft Augenrollmomente habe. Ich war dann doch neugierig und habe das Ende gelesen, weil ich dann so ein paar Fragen gerne beantwortet haben wollte. Und ich habe mir dann immer wieder von der lieben Sarah von Alice in Bücherland, die das Buch durchgelesen hat und für sie war es auch ein Highlight, mir immer wieder Updates geben lassen, inwiefern das denn, ob es sich irgendwie ändert. Und sie meinte, nee, also es bleibt schon im gleichen Stil. Zwischendrin ist es, wie gesagt, immer wieder ein bisschen handlungsgetriebener, wo sie jetzt auf die Reise gegangen sind, wo er mit seinem Schiff aufgebrochen ist und sein Nachbar mitgekommen ist. Das Ganze fand ich wieder gut. Das hat mir wieder gefallen. Das hatte wieder so ein bisschen was Leichtes und Humorvolles. Aber sobald er wieder ins Schwafeln geraten ist, ins Schwadronieren und Lebensweisheiten rausgehauen hat, war es für mich leider, ja,
kitschig und einfach zu drüber. Ich glaube, es ist einfach Geschmackssache. Wie gesagt, Sarah von Alice im Bücherland, ist es für sie ein großes Highlight und es hat sie total getroffen und sie hat vieles, glaube ich, daraus genommen. Die liebe Sarah vom Buchzauber, die mit uns gelesen hat, hat es nachher auch abgebrochen. Zu Anfang war sie noch ja, positiv gestimmt und dann hat sie es so ein bisschen gesehen wie ich. Ja, es tut mir leid, dass es für mich leider kein Highlight war und ich es abbrechen musste, aber ich habe auch mit mir gerungen, soll ich doch weiterlesen? Es ist ja nun wirklich nicht dick, aber ich hatte wirklich keinen Spaß damit und ich wollte den anderen auch die Leserunde irgendwie nicht madig machen mit meinem dauernden Gemecker und deswegen habe ich es letztendlich abgebrochen und ich bereue es jetzt auch nicht und es wird dann auch ausziehen und ja, mein Lesezeichen und die Abschnitte habe ich erstmal drin gelassen, weil ich darüber ja noch sprechen wollte. So, womit wir denn jetzt auch zum Lesemonat August kommen, der jetzt noch ein bisschen näher dran ist, ein bisschen frischer. Zunächst einmal zur Statistik. Ich habe drei Bücher gelesen, beendet, zwei Hörbücher gehört und Neuzugänge hatte ich tatsächlich nur einen, womit mein Sub auch wieder ein bisschen gesunken ist auf 43 Bücher. Ja, es pendelt sich irgendwie immer so um die, ja, Mitte 40 immer irgendwie ein. Ja, ich fange jetzt mal an mit den Hörbüchern, weil da hatte ich aus dem Juni auch noch was mitgenommen und habe dann die Reihe weitergehört. Und zwar ist das Tintenherz und Tintenblut von Cornelia Funke, gelesen von Rainer Strecker. Und auch diese Bücher habe ich schon mal gelesen. Es handelt sich also um ein Re-Listening. Aber das ist schon so viele Jahre her, dass ich diese Bücher gelesen habe in meiner Teenie-Jugendzeit, dass es mal wirklich wieder Zeit wurde, dieses aufzufrischen. Besonders Band 2 und 3 habe ich ganz viele Lücken und weiß gar nicht mehr, ja, was auf diesen vielen Seiten, die dieses Buch ja doch hat, überhaupt passiert. Im ersten ist vielleicht ein bisschen mehr hängen geblieben, weil ich auch ein, zweimal den Film gesehen habe, der leider ja nicht ganz so gut gelungen ist, obwohl ich den Schauspieler von Mo, oh Gott, wie heißt er denn, weiß ich gar nicht mehr, auch echt gut gelungen finde. Aber ja, die Verfilmung kommt nicht so richtig dem Buch nahe und wird dem Ganzen nicht gerecht. Es ist einfach das Buch, wenn man überlegt, ja, ein Buch über Bücher, über Magie, Büchermagie, da fällt dann natürlich sofort Tintenherz ein. Und Cornelia Funke ist wirklich auch einer meiner liebsten deutschen Autoren. Ist mir letztens auch nochmal klar geworden, als ich das Labyrinth des Faun gelesen habe. Auch das war für mich wirklich ein großes Highlight, weil ich ihr Schreibstil einfach sehr, sehr gerne mag. Und ich sie auch bei einer Lesung nochmal persönlich kennengelernt habe. Und da ist mir das nochmal klar geworden, dass ich einfach mehr von ihr lesen möchte und auch gerne nochmal lesen möchte von Büchern, die ich bereits kenne. Ja, in Tintenherz geht es um Maggie und ihren Vater Mo. Mo ist Buchbinder und beide, Maggie und Mo, lesen einfach unglaublich gerne und Bücher sind für sie Leidenschaft und Hobby und Leben zugleich. Maggie erfährt eines Nachts, dass Mo ein großes Geheimnis vor ihr versteckt hat, denn damals, als ihre Mutter verschwunden ist, hat er ihr nicht die Wahrheit erzählt. Denn es gab ein Buch, aus dem Mo ihrer Mutter gerne vorgelesen hat, und das war Tintenherz. Und Mo kann sehr toll vorlesen. Er hat Maggie allerdings nie vorgelesen, jedenfalls kann sie sich nicht mehr daran erinnern. Und als er ihrer Mutter damals vorgelesen hat, ist es passiert, dass er Figuren aus der Geschichte herausgelesen hat. Allerdings ist dafür auch ihre Mutter verschwunden und wahrscheinlich dann in diese Geschichte hineingeflutscht. Und dafür sind andere Figuren aus der Geschichte herausgekommen. Und das waren leider nicht nur liebe Figuren und Feen, sondern ja, sehr böse Gestalten. Unter anderem halt eben ein Antagonist aus dieser Geschichte, aber auch ein Feuerschlucker namens Staubfinger. Und Staubfinger besucht sie diese in dieser Nacht, Mo und Maggie. Und daraufhin erfährt Maggie dann halt irgendwann die Wahrheit. Und Staubfinger warnt Mo davor, dass der Bösewicht, der Capricorn, halt ja sein hinter Mo her ist. Und Mo und Maggie haben sehr viel, ja, Wohnungen, wollte ich gerade schon sagen, zu Hause gewechselt, sind eigentlich immer auf Tour und sie erfährt jetzt halt, dass es so ein bisschen daran liegt, dass Mo nicht will, dass Capricorn ihnen auf die Spur kommt.
Ja, und sie reisen jetzt, um wieder sich zu verstecken und fahren zu einer Verwandten ihrer Mutter, nämlich die Tante von ihrer Mutter. Das ist Eleanor und Eleanor hat ein großes Anwesen und ist auch ein großer Buchfreak, hat eine große Leidenschaft für sehr wertvolle Bücher und im Grunde besteht ihr ganzes Haus nur aus Regalen voll mit Büchern. Aber Eleanor ist auch eine Einzelgängerin und ja, so ein bisschen steif und spröde und Kinder mag sie eigentlich gar nicht. Also alles, was ihre Bücher irgendwie in Gefahr bringen könnte. Ja, und sie verstecken sich, aber natürlich möchte Maggie mehr und mehr erfahren, was es mit diesem Buch auf sich hat und mit der Magie, die ihr Vater ja, mit seinem Vorlesen weben kann. Und was will Capricorn eigentlich von ihrem Vater und was will Staubfinger, der auch so ein bisschen zwielichtig ist und seinen eigenen Zielen hinterher lechzt. Er will nämlich einfach nur nach Hause. Ja, dieses Tintenherz, dieses Buch ist halt auch ein Fantasy-Roman mit Feen, mit Kobolden, mit Straßenkünstlern und so weiter und so fort. Und diese Geschichte lernen wir dann im Band 2 und Band 3 dann ein bisschen näher kennen. Wo wir uns bei Tintenherz noch in unserer Welt befunden haben, befinden wir uns in Tintenblut und Tintentod dann in der Welt von Tintenherz. Und wir lernen auch den Autor der Geschichte kennen und ja, begleiten halt die Figuren, die wir schon kennengelernt haben, weiter. Und ich muss sagen, dass Tintenblut mir noch besser gefällt, weil ich eben diese Welt von Tintenherz näher kennenlerne, es einfach noch so ein bisschen fantastischer ist und es einfach noch weitergeht. Ich bin ein großer Fan von Eleanor Loredan. Ich mag diese Figur so unglaublich gern, ihre spröde und taffe Art, aber irgendwie auch ihre robuste und welche Sprüche sie immer raushaut. Ich liebe diese Figur. Ich weiß gar nicht, ob sie damals auch so sehr geliebt habe. Mittlerweile schon. Auch der Autor der Geschichte, der nicht immer sympathisch ist, aber auch ihn mag ich sehr gerne mit seinen Eigenheiten. Und das finde ich immer toll, wenn ein Autor es schafft, solche Figuren zu erschaffen, wo man sagt, ach, das ist ja wieder typisch Finoglio, also kennt man ja schon, dass man die Figuren schon so nah an sich heranlässt, dass man einfach ihre Eigenarten und ihre Charakterzüge einfach kennt. Und auch Staubfinger, den ich im ersten Band gar nicht so gerne mochte, wächst einem dann mehr und mehr ans Herz. Und ja, eine richtig tolle Fantasy-Geschichte. Und ich freue mich jetzt im dritten Band, bin ich jetzt mittlerweile. Nehme ich mir jetzt im September vor, wieder als Hörbuch. Und Rainer Strecker liest das wirklich richtig cool und kann auch die Stimmen wirklich sehr gut nachsprechen. Und ja, es wird immer düsterer. Ja, es macht irgendwie schon Sinn. Tintenherz, das klingt ja auch noch ein bisschen mehr nach Kinderbuch nachher als Tintenblut und Tintentod. Da geht es dann auch ein bisschen mehr zur Sache mit Tod und Kampf und so weiter. Ja, und ich freue mich, die Reihe dann abzuschließen. Das war ja auch ein Vorhaben für 2020, mehrere Reihen als Hörbuch nochmal zu erleben. Und die Tintenreihe ist sozusagen ja eine davon. Und dann kann ich wieder einen neuen Haken machen. Da läuft das wirklich gut mit diesem Projekt. Dann habe ich mit einer weiteren Reihe begonnen, mit einer düsteren Dark-Fantasy-Reihe, Das Schwert der Totengöttin. Ist der erste Teil einer Trilogie von Katharina V. Haderer. Ich finde das Cover richtig cool. Und hier ist das so eine Mischung aus Fantasy und Zombie-Roman. Wir treffen hier zum einen auf Sergeant Eric Zane, der degradiert wurde und ins Vorland versetzt wird. Und ja, das ist wirklich ein Kaff. Er ist total der Vorzeige-Sergeant. Und möchte alles richtig machen. Es ist für ihn ganz selbstverständlich, alle Regeln zu befolgen. Und er will das da alles so ein bisschen aufpolieren. Und da wird alles so ganz lax und locker gesehen. Und die kennen das alles gar nicht so, wie er, was er für Vorgehensweisen hat. Bewundern ihn auch so ein bisschen dafür. Aber er, ja, hat so seine Schwierigkeiten mit, sich da überhaupt durchzusetzen und erstmal diesen ganzen, ja, fauler Hunde da irgendwie auf Trab zu halten. Und irgendwann passiert es, dass er einen Vorfall mitbekommt,
wie jemand versucht, etwas zu stehlen von einer Frau und dabei ihm aber die Hand verletzt wird. Und das ist die, wie heißt sie nochmal? Mirage, genau. Das ist die Mirage, eine Heilerin des Ortes, die aber auch so ein bisschen als Alchemistin und heimlich als Hexe betitelt wird. Und das kann Zane natürlich nicht dulden, dass eine Hexe dort wohnt und er möchte sie überführen, als schließlich dann auch noch die Toten lebendig werden und die Toten die Lebenden angreifen und auch noch ein Baby von Mirage verschleppt wird, möchte er sie natürlich erst recht überführen. Aber wir bekommen die Szenen aus Mirage-Sicht auch mit und merken, dass sie nicht diejenige ist, die die Toten heraufbeschwört, sondern sie wird selbst Opfer davon und weiß, dass das schon mal geschehen ist, dass die Toten schon mal auferstanden sind und dass es so ein altes Artefakt gibt, das Schwert der Totengöttin, mit der man halt, mit diesem Schwert kann man die Toten halt regieren bzw. Steuern. Ja, und die beiden geraten mehr und mehr aneinander, merken aber schnell, dass sie eigentlich auch miteinander kämpfen müssen, um gegen diese ganze Macht vorzugehen. Den Anfang fand ich richtig gut. Es war sehr mystisch in diesem Dorf mit der Umgebung von Wald und Ruinen und wie Mirage angegriffen wurde in diesem alten Hügelgrab. Fand ich richtig gut. Auch dieser Humor, der dabei hervorgekommen ist, als der Sergeant angekommen ist und da zwei Welten aufeinander prallen und er halt mit seiner Gruppe von Gardisten klarkommen muss und mit seinen Kollegen und die halt einfach ganz anders gestrickt sind. Und ja, das fand ich sehr humorvoll. Auch die Dialoge, die dort ausgefochten worden sind, fand ich richtig unterhaltsam und haben mir die Figuren auf jeden Fall sympathisch gemacht. Das Ganze war halt auch so ein bisschen derb, aber damit habe ich auch gerechnet bei so einem Zombie-Roman. Auch damit gerechnet habe ich, dass das halt auch so ein bisschen actionreich wird. Das ist halt nicht ganz so meins, wenn das ganz viel Action und ganz viel Kampf gibt. War halt durchaus vorhanden, als dann diese Zombies oder diese Untoten aufgestanden sind und gab es halt auch so ein bisschen viel Gemetzel. Ja, das war jetzt nicht ganz so meins, aber darüber konnte ich hinwegsehen. Dann hat sich die Geschichte allerdings ein bisschen gedreht von diesen mystischen, unheimlichen, atmosphärischen, auch in dieser Region, ja, in diesem Dorf, wo wir uns befunden haben, sind wir halt in eine Großstadt gekommen und da ging es auch immer mehr um Machtspielchen und um politische Intrigen. Und das ist etwas, was mir einfach nicht so gut gefällt. Und das ist leider immer mehr in den Vordergrund gekommen. Und dazu dann immer mehr diese Kampf- und Abschlachtszenen. Ja, das hat mir dann nicht mehr so gut gefallen, obwohl ich ja die Figuren ganz gut fand, den Humor mochte. Aber mir fehlte nachher so ein bisschen das Mystische. Deswegen habe ich überlegt, ob ich Band 2 und 3 gar nicht mehr lese, also diese Reihe gar nicht mehr weiterverfolge. Ihr könnt mir ja mal sagen, wenn ihr diese Reihe schon beendet habt, Band 2 und 3 auch schon gelesen habt, ob das wieder so ein bisschen mehr in diese mystische, atmosphärische Richtung geht, auch in mehr in so ein bisschen in das Fantastische, oder ob es hauptsächlich jetzt in dieser Stadt abzielt und immer mehr um politischen Machtspielchen geht. Ja, es ging halt auch viel um Geheimorganisationen und Magiergilden und so weiter. Und ach, nee, das fand ich ein bisschen schade. Also das erste Drittel fand ich wirklich gut und hat mich richtig gut unterhalten. Aber dann, nee, hat sich's leider gewendet. Also sagt es mir gerne, wenn ich durchhalten soll und doch nochmal den zweiten Band probieren soll. Ich finde halt die Cover auch so extrem atmosphärisch und toll und düster gestaltet und da sieht man eigentlich auch eher so Wald und Waldwesen drauf und ja, mal gucken. Also im Moment bin ich eher auf dem Trip, dass ich diese Reihe abbrechen werde. So, dann komme ich zu unserem nächsten All You Can Read Buchclub-Buch. Und zwar ist das Das Haus am Rand der Klippen von Lucy Clark. Das war wirklich mein, ja, muss ich mal eben schauen, mein Monatshighlight. Das hat mir richtig gut gefallen. Hier steht Roman drauf, aber ich würde schon sagen, dass es eher ein Spannungsroman, Schrägstrich Psychothriller ist.
denn es hatte auf jeden Fall spannende Anteile. Und hier hat mich halt auch einmal die Umgebung, die Atmosphäre, die Natur angesprochen, aber auch wieder die Thematik, dass wir eine Schriftstellerin als Protagonistin haben, die ihre Geheimnisse hat und wo man nicht genau weiß, wen kann man hier trauen. Und zwar ist das Elle. Und Elle ist eine erfolgreiche Autorin, beziehungsweise ihr Erstlingswerk ist ein wirklicher Erfolg gewesen. Und jetzt warten alle sehnsüchtig auf ihren zweiten Roman, aber es fällt ihr extrem schwer zu schreiben an ihrem zweiten Roman. Sie hat sich kürzlich von ihren was ihr Verlobter, ihr Mann, ihr Freund, jedenfalls hat sie sich kürzlich getrennt und sie kommt gerade aus einer von einer Lesereise aus Frankreich wieder und kehrt nun in ihr Haus. Und zwar steht das in Cornwall auf einer Klippe, ein ganz großes modernes Haus, was sie sich gerade erst hat einrichten und aufbauen lassen. Und ja, bevor sie dort eingezogen ist, musste sie halt zu dieser Lesereise nach Frankreich. Und in dieser Zeit hat sie ihr Haus vermietet bei Airbnb. Und jetzt kommt sie wieder und irgendwie hat sie ein komisches Gefühl. Sie weiß zwar, dass da vorher jemand drin war, aber irgendwie hat sie das Gefühl, dass sie immer noch beobachtet wird und dass seltsame Dinge vorkommen. Eine Tür, die sie eigentlich abgeschlossen hat, war offen und es liegen seltsame Gegenstände rum und sie findet immer mehr Botschaften und seltsame, ja, es passieren einfach seltsame Dinge in ihrem Haus, sodass sie sich dort nicht mehr wohlfühlt, sondern beobachtet und hat so ein bisschen das Gefühl, gestalkt zu werden. Sie weiß aber nicht so richtig, ob das wahr ist oder ob sie sich das alles einbildet und versucht so ein bisschen mehr herauszufinden über diese Person, über diese Familie, die dort gewohnt hat. Aber sie findet das Profil nicht mehr wieder, das scheint gelöscht zu sein und sie hat auch keine Kontaktdaten, was sie natürlich erst recht seltsam findet. Dann kommt hinzu, dass sie ganz viel Stress mit ihrer Agentin hat, mit dem Verlag, mit der Lektorin, weil sie schon ein paar Mal ja, die Frist verschoben hat für ihren zweiten Roman. Sie hat einfach eine ganz große Schreibblockade und ihre Traumata kommen wieder hoch aus ihrer Vergangenheit. Wir erfahren auch so ein bisschen was von ihrer Vergangenheit. An ihrer Uni damals ist etwas geschehen und wir wissen aber lange Zeit nicht was. Ja, und das Ganze verwebt sich einfach zu einer extrem spannenden Story. Das ist ein extremer Page-Turner wieder gewesen. Ich fand das sehr atmosphärisch beschrieben auf dieser Klippe am Meer. Sie geht halt auch gerne ab und zu mal schwimmen dort. Und wir lernen halt auch so ein paar Figuren in ihrer Umgebung kennen, wo man die ganze Zeit überlegt, wer könnte ihr Böses wollen und wer könnte vielleicht derjenige sein, der dort sie beobachtet, weil wir bekommen auch immer wieder so Passagen, wo wir nicht wissen, wer das ist, aber der L scheint zu beobachten. Und in ihrem Haus scheinbar war und einiges dort präpariert hat, sagen wir mal so. Da gibt es natürlich ihren Ex-Freund, der sich ja von ihr hat trennen lassen. Da ist natürlich auch einiges vorgefallen. Dann ist sie auch sehr offen und freizügig auf den sozialen Netzwerken. Also bei Facebook postet sie unglaublich viel, also nicht freizügig, sondern einfach sehr privat. Sie postet im Grunde alles, was sie tut. Sie versucht das natürlich alles immer positiv darzustellen und scheinbar hat irgendjemand sie durchschaut und beschimpft sie als Lügnerin. Dann gibt es einen Buchclub, einen Lesekreis, den sie zusammen mit ihrer Schwester besucht. Mit ihrer Schwester hat sie ein sehr enges Be Verbündnis und dann gibt es dann noch den Kinderwunsch, den sie hatte und ja, der nicht in Erfüllung geht. Also sie trägt einiges mit sich rum. Und dann gibt es noch den seltsamen Nachbarn, der seine Eltern besucht und sie so ein bisschen dafür verantwortlich macht, dass es seinen Eltern so schlecht geht. Ja, es gibt so einiges, die Sachen, die seltsam schief gehen. Das Buch, man muss wissen, das Buch ist ein sehr stilles, ruhiges Buch, obwohl es immer eine unterschwellige, gruselige Spannung hat und man wirklich immer das Gefühl hat, man wird beobachtet und man sich wirklich nicht gut fühlt in diesem Haus. Sie hat schlaflose Nächte und findet ja, seltsame Dinge in ihrem Haus, aber es ist nicht actionreich. Man darf hier kein großes Action oder ganz viel Handlung
erwarten. Also wir erleben einfach ihren Alltag, wie sie versucht, den zu bewältigen, immer wieder Lesungen zu halten, dann wieder sich mit ihrer Schwester trifft und versucht, ja, irgendwie ihre ganzen Geheimnisse aufrechtzuerhalten. Und es gipfelt immer mehr in seltsamen Situationen, wo man als Leser auch nicht mehr weiß, wem kann man hier trauen? Kann man überhaupt der Protagonistin trauen oder ist die schon so übermüdet, dass sie schläft einfach so schlecht und ist so von Paranoia getrieben, dass man denkt, ach, vielleicht ist das ja alles irgendwie auch gar nicht so richtig wahr oder sie überspitzt das alles ein bisschen. Wir haben in einer Leserunde, es ist auch einfach perfekt gewesen, weil man echt gut miträtseln konnte. Und es gab so viele Figuren, die so viele gute Motive hatten, wirklich ja, Elle irgendwas antun zu wollen oder sich an ihr irgendwie zu rächen zu wollen. Und da hätte so viel gepasst. Da hat die Autorin richtig mit dem Leser gespielt. Das war wirklich gut. Nachher konnten wir uns so ein bisschen das Denken, in welche Richtung es geht, und es hat sich dann auch bewahrheitet. Und es war aber natürlich auch nachher ein dramatischer Höhepunkt, den ich wirklich gut fand. Manche würden sagen, vielleicht er war ein bisschen drüber, aber ich fand ihn wirklich spannend und gut. Und am Ende dachte ich so, ja, ich finde das alles plausibel und gut, aber ich habe es mir ja so ein bisschen gedacht. Also irgendwie wäre ich gerne jetzt noch mal überrascht geworden, überrascht gewesen am Ende von der Auflösung, war ich leider nicht. Aber dann kam der Epilog und der hat mich dann noch mal überrascht. Den fand ich dann noch mal richtig genial. Und deswegen, ja, ist es auf jeden Fall ein tolles, tolles Buch. Von der Stimmung her und auch von dem Schreibstil her fand ich, er war sehr einfach, aber trotzdem sehr stimmungsvoll und hatte so ein paar Stilmittel oder Stilelemente, die ich wirklich schön fand. Zum Beispiel fingen die Kapitel manchmal immer gleich an. Und zwar ist sie ja immer so schlaflos. Mal gucken, ob ich ein Beispiel finde. Genau hier. In der mondbeschienenen Dunkelheit der ersten nächtlichen Stunde. Also so wurde das immer wieder eingeleitet. Also es gab immer wieder Synonyme für die Dunkelheit, für die Nacht. Und dann wurde halt immer in der ersten, in der dritten nächtlichen Stunde. Und das fand ich wirklich cool. Und es wurde nachher auch so ein bisschen aufgeklärt, warum das so stilistisch aufgebaut wurde. Ja, richtig, richtig cool und thematisch wieder. Ich mag es ja einfach, wenn Schriftsteller oder wenn es um Bücher geht oder um diese ganze Buchbranche. Und das hat mir richtig gut gefallen, hat von mir 4,5 Sterne bekommen, weil es eben jetzt nicht so das Mega-Highlight war. 4, 4,5, aber und mich jetzt nicht mehr ganz so überraschen konnte. Aber dennoch wirklich ein cooles Buch. Und zum Schluss habe ich noch ein Buch, was ich in einer kleinen Leserunde gelesen habe, und zwar nur mit der lieben Sarah vom Kanal Sarah Sophie zusammen. Und zwar ist das Lichter auf dem Meer von Miguel Reyna. Das ist ein spanischer Autor, glaube ich. Ich habe mich sehr darauf gefreut, das zusammen mit der lieben Sarah Sophie zu lesen, denn sie hat es mir auch in einem Weihnachtswichtelpaket geschenkt damals. Und da sie es auch auf ihren Stapel ungelesener Bücher hatte, haben wir uns vorgenommen, das zusammen zu lesen. Auch das mussten wir immer wieder ein bisschen verschieben, aber jetzt haben wir es tatsächlich, ja, im August geschafft, es zusammen zu lesen. Und hier hinten drauf steht, dass es sich dabei um ein sehr magisches Buch handelt. Und so hat es sich auch angehört. Und zwar geht es um ein altes Ehepaar, die Grapes, Harold und Mary Rose, glaube ich. Und die beide wohnen ebenfalls in einem Haus am Rande der Klippen. Und die beiden haben sich so ein bisschen auseinandergelebt und leben eigentlich nur so vor sich hin. Sie erhalten eines Tages einen Brief, dass sie ihr Haus räumen müssen, weil es nicht mehr sicher ist, dort am Rand der Klippen zu wohnen, und das Haus soll abgerissen werden und sie sollen in ein Altersheim verfrachtet werden, weil sie sich halt sonst nichts anderes leisten können. Darüber sind sie natürlich am Boden zerstört, weil das so das Einzige ist, was sie noch an ihre Vergangenheit erinnert. Vor 30 Jahren nämlich ist ihr einziger Sohn verstorben bei einem Schiffsunglück, bei einem Unwetter. Und dort sind auch ihre gesamten Träume zerplatzt. Sie hatten vor, ein Schiff zu bauen. Harold und sein Sohn waren dabei, das Schiff immer mal wieder in ihrer Freizeit zu bauen und wollten damit die Welt erkunden, die Welt umsegeln. Sie wollten aus diesem Kaff raus, sie wollten was sehen, was erleben. Aber als ihr Sohn dann ja, bei diesem Unwetter ums Leben gekommen ist, ertrunken ist,
ja, haben sie einfach ihre Träume aufgegeben und haben sich in ihr Haus verschanzt und sind sich auch irgendwie mehr und mehr aus dem Weg gegangen und haben sich gegenseitig die Schuld an diesem Unglück gegeben und ja, haben einfach nicht mehr richtig gelebt. Und jetzt ist es noch schlimmer, weil sie das Haus auch noch verlassen müssen. Doch in der Nacht, bevor sie tatsächlich ausziehen sollen, gibt es wieder ein Unwetter, ein Gewitter und ein Blitz schlägt in das Haus ein und die Küste bricht tatsächlich ab, auf der das Haus steht und sie landen im Wasser. Doch auf magische Art und Weise sinken sie nicht. Das Haus wird nicht zerstört und sie wachen auch nicht auf. Sie wachen erst am nächsten Morgen auf, als sie mitten auf dem Meer sind, mit dem Haus auf dieser kleinen Insel, umrundet von diesem Felsbrocken, auf dem das Haus steht. Ja, und dann gilt es erstmal, sich das Überleben zu sichern. Es geht um Trinkwasser, es geht um Nahrung, es geht um nicht unterzugehen, weil der Keller langsam zuläuft und irgendwann gelangen sie auch in eisigere Gegenden, wo es darum geht, sich warm zu halten und nicht von Eisbergen gerammt zu werden, weil sie auch immer mehr in diese eisigen Gebiete stranden und hoffen halt immer mehr, irgendwann ein Schiff zu entdecken. Ja, darum geht es. Und sie werden natürlich auch immer mehr so ein bisschen konfrontiert, weil sie sich jetzt immer mehr mit dem Überleben auseinandersetzen müssen, mit ihrem Leben vielleicht, mit ihrer Vergangenheit und auch so ein bisschen mit dem Tod, mit der Trauerbewältigung. Ja, um den Sohn geht es natürlich auch viel. Ja, ich habe mir da einiges zu erhofft, dass es so ein bisschen magischer Realismus ist, dass es so ein bisschen märchenhaft erzählt ist. Die erste Überraschung für mich war, dass es hier nicht ein sehr poetischer oder märchenhafter Schreibstil ist. Zunächst war ich ein bisschen erleichtert, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass es so ähnlich wie bei Lavendelzimmer so ein bisschen zu kitschig wird. Aber da war ich erst erleichtert, dass es doch relativ klar und realistisch und einfach geschrieben ist. Dann nachher war es mir aber ein bisschen zu wenig märchenhaft. Also dafür, dass wir hier ein schwimmendes Haus haben und es jetzt eine magische Reise sein soll, war es mir irgendwie zu unmärchenhaft. Dafür war es einfach zu realistisch beschrieben. Dann dachte ich, okay, dann ist es vielleicht eher ein Abenteuer. Aber für ein Abenteuer war es mir nicht authentisch genug, nicht derb genug. Da waren so viele unlogische Schlussfolgerungen drin, wo du dachtest, ja klar, er fällt ins Wasser und wird von einem Delfin gerettet. Also sowas gab es denn auch. Ich finde Genre-Mix eigentlich echt gut und spannend und finde, das macht irgendwie auch das Besondere aus. Allerdings hatte ich hier das Gefühl, dass dieser Genre-Mix nicht funktioniert hat, weil es war nicht Fleisch und nicht Gemüse. Und ich habe hier auch nicht so richtig den roten Faden entdeckt. Also hier hat das nicht so richtig geklappt und ich wusste nicht, worauf das Buch hinaus wollte. Ich habe halt auch damit gerechnet, dass es so eine Selbstfindungsstory ist, dass es mehr auch um diese Trauerbewältigung geht und das kam erst so im letzten Drittel. Also ja, zwischendrin waren dann halt, wie gesagt, so unlogische Dinge, wo man denkt, okay, das ist was Magisches. Aber es passt einfach überhaupt nicht dazu, weil du im Kopf eigentlich ein realistisches Abenteuer hattest, weil es viel um diese essentiellen Dinge wie Essensfindung und Wasser und Überleben ging und gar nicht mehr so um diese magischen Momente und weil der Schreibstil halt auch überhaupt nicht magisch-poetisch war. Es gab nur so ein paar Momente, wo es wirklich schön beschrieben wurde, wo eine Stille der Nacht beschrieben wurde, wo die Umgebung schön beschrieben wurde oder um es einen Staubpartikel ging, der im Haus rumgeflogen ist und vom Licht angestrahlt wurde und sich dann schließlich auf die Nase von Harold gesetzt hat, wodurch er niesen musste. Also es waren so zwei, drei Momente, die ich richtig cool fand. Aber dafür war es zu wenig, um das Buch jetzt als magisch zu betiteln. Also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, das Buch jetzt als magisch zu betiteln, weil dafür war es einfach nicht märchenhaft magisch genug. Und diese Sachen, die so ein bisschen fantastisch anmuteten, waren für mich dann eher kitschig und ein bisschen unlogisch. Ja, und ja, das Abenteuerliche, ich mag ja sehr gerne so abenteuerliche Roadtrip wollte ich gerade schon sagen, aber so, ich mag ja diese Wander- und Bergsteigergeschichten und in den eisigen Gefilden. Also es ist tatsächlich auch kein Sommerbuch, sondern eher ein Winterbuch, kann ich empfehlen. Und das mochte ich schon ganz gerne nachher, wo sie dann auch im Eis stranden, in dieser eisigen Landschaft. Das fand ich schon sehr atmosphärisch, aber es war halt nicht sehr authentisch.
Und da fehlte einfach viel und war an den Stellen, wo ich das interessant fand, ein bisschen mau. Ja, und diese Trauerbewältigung kam erst eben am Ende und war dann sehr schnell abgehandelt. Es gab rührende Momente, die mich dann wirklich berührt haben, wie Harold und Mary Rose wieder zueinander gefunden haben, wie sie endlich über den Tod ihres Sohnes gesprochen haben, sich ausgesprochen haben, wie sie nachher auch eine Familie kennengelernt haben von Eisnomaden, die dort gelebt haben. Das fand ich dann wieder spannend, wie die sich angenähert haben, und darüber hätte ich auch gerne mehr gewusst. Aber das Ende war dann noch mal übertrieben kitschig, total unlogisch und ja, weiß ich nicht, nur zum Kopfschütteln leider. Also es hat mich berührt und es gab wieder so ein paar magisch schöne Momente und auch so ein paar symbolische Momente, die ich im ganzen Buch irgendwie vermisst habe, die kam am Ende noch mal vor, aber das Ganze war dann doch, also hätte ich nicht so enden lassen und war auch ein bisschen offen, was jetzt mit dem Ehepaar passiert, was sie jetzt machen. Also das, die Aussage des Buches finde ich schon, verfolge deine Träume und lasse deine Träume nicht aus den Augen, selbst wenn du mal einen Rückschlag erfährst, und auch dieser Umgang mit dem Tod, wo sie sich so ein bisschen verglichen haben mit den Eisnomaden, wo auch ein Unglück passiert ist mit einem Kind. Also das fand ich schon gut, aber ich fand das, ich glaube, das Problem dieses Buches ist einfach, dass es sehr, sehr inkonsequent war. Wenn es konsequent märchenhaft erzählt worden wäre oder konsequent abenteuerlich, ich glaube, dann wäre es viel runder gewesen. Aber so kann ich dem Buch nicht mehr als 3 Sterne geben. Ich glaube, Sarah Sophie hat dem Buch sogar noch weniger Sterne gegeben. Ich glaube, 2 Sterne. Aber sie ist auch nicht so der Fan von, ich glaube, von solchen Abenteuergeschichten. Und das hat sie, glaube ich, auch nicht ganz so berührt. Sie fand diese unlogischen Momente noch viel störender, glaube ich. Tja, also es hatte gute Momente. Ich finde es ein bisschen schade, weil, wie gesagt, es hatte gute Momente, aber es war einfach total unschlüssig und der Mix hat hier nicht funktioniert und war einfach inkonsequent. Ja. Und bevor ich mich jetzt noch mehr wiederhole, lasse ich es jetzt. Das war's auch. Jetzt sind wir durch mit meinen 3 Lesemonaten, Juni, Juli, August. Ich bin aber auch ganz froh, dass ich jetzt aufgeholt habe. Jetzt kann ich mich den zukünftigen Büchern widmen und den zukünftigen Ideen für meine Videos. Das stand mir so ein bisschen bevor. Wahrscheinlich habe ich es deswegen auch immer ein bisschen rausgezögert. Aber die Hitze war eigentlich der größte Grund, warum ich wenig Lust hatte, mich vor die Kamera zu setzen. Ja, ich hoffe, ihr freut euch über das lange Video-Comeback und ich hoffe, dass ich demnächst ein bisschen mehr wieder zum Videos drehen komme. Könnt mir ja mal sagen, was so eure Lesemonat-Highlights waren in den letzten 3 Monaten und ob ihr auch so Probleme hattet mit der Hitze. Und ja, selbst jetzt schwitze ich irgendwie vor der Kamera, aber es ist nicht ganz so schlimm. Und ich freue mich so dermaßen auf den Herbst. Da könnt ihr euch drauf freuen. Da kommen wirklich tolle Bücher auf euch zu, die ich dann lesen werde. Und so 1, 2 Projekte habe ich auch schon in der Mache mit anderen lieben Booktubern. Und da freue ich mich extrem drauf, auf die atmosphärische, gemütliche Herbstzeit und auch auf die Bücher, die ich dann lesen werde. So. Jetzt war es es aber wirklich. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!